Als Berufsjäger lege ich Wert auf sofort tödliche Wirkung und auf höchstmögliche Wildbrettverwertung. Was bringt es mir als Berufsjäger, eine Billigpatrone zu verschießen, wenn ich den halben Tag für eine Nachsuche verschwende oder 3 Stunden in der Wildkammer stehen muss, um das Wild wieder in genusstaugliche Form zu bringen? Da investiere ich lieber etwas mehr Geld in die Patrone und bin mit der Wirkung absolut zufrieden. Das RWS-Speed-Tip ist ähnlich konstruiert wie das altbewährte Haarmantel von RWS. Wir haben dem Schaufler hinter das Blatt geschossen. Es waren beide Blätter noch intakt und trotzdem war er nach kurzer Zeit verendet. Ich war am Anfang etwas skeptisch, denn es wird angepriesen als Long-Range-Geschoss für weite Schüsse. Wir hatten einen hervorragenden Ausschuss, der aber nicht viel größer war als der Einschuss. Das heißt also, von außen gesehen und auch von innen am aus der Decke geschlagenen Wildkörper war die Wildbrettentwertung wirklich sehr gering. Von daher absolut zu empfehlen, auch für diejenigen, die dort gesteigerten Wert drauf legen. Das Geschoss hat einen zweikammerigen Aufbau. Der vordere ist mit einer Hohlspitze versehen, die sehr schnell im Ziel anspricht. Und der hintere Teil ist etwas härter gestaltet, sodass man eine Durchschlagskraft erreicht und einen sicheren Ausschuss gewährleistet, sodass man ausreichend Pirschzeichen und Schweiß am Anschuss und auf der Schweißfährte findet. Wir haben den Anschuss gefunden. Wir sehen, dass Lungenschweiß, das macht den Jäger immer froh. Wir haben sogar Lungensubstanz hier liegen. Wir haben ja jetzt schon die Viertelstunde gewartet. Wir können der Schweißfährte mit bloßem Auge folgen. Von daher können wir jetzt losgehen. Durch seine Konstruktion ist das Geschoss hervorragend geeignet für weitere Schüsse. Aber das muss man sagen, nicht nur für weite Schüsse, sondern auf alle Distanzen hat sich das Speedtip Pro als hervorragendes Geschoss bei der Bejagung von leichtem und mittelschwerem Schalenwild gezeigt.